dass ich relativ talentiert bin, das wusste ich früh. Ich habe klassisch mit Schwimmen begonnen, Turnen und auch natürlich den Mittelstreckenlauf damals, waren ja 600 Meter als C-Schülerin. Mir hat das Laufen immer viel Spaß gemacht, weil einfach die Freunde da mit involviert waren. Ja, und mit 14 habe ich mich dazu entschieden, das Laufen als Leistungssport zu machen. Aber an sich macht der Sport Spaß. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass man eine Leidenschaft hat. Und die Leidenschaft, die ist halt einfach da bis heute. Es lief dann immer parallel zu dem, wie ich halt aufgewachsen bin. Schule, Abitur, Studium, so, da hat man immer das Laufen damit verbunden, also zumindest, oder integriert, so rum, muss ich ja sagen, integriert. So, und als ich mit dem Studium fertig war, 1995, hatte ich ein halbes Jahr lang, wo ich gesagt habe, so, jetzt gönne ich mir mal eine kleine Auszeit und bin ja nach Amerika gegangen, in die USA und habe dort in einem Umfeld gelebt, was sehr sportorientiert war. Da waren ja relativ viele Triathleten gewesen. Sprich, ich habe gut trainiert, habe anders trainiert und kam dann 1996 im Olympiajahr von Amerika zurück nach Deutschland und bin dann hier gestartet und habe gemerkt, dass ich mich nochmal deutlich verbessert habe, bin auf eine andere Stufe gekommen und die Olympianorm und Qualifikation war nicht mehr weit entfernt und habe mich dann qualifiziert. Und das Schöne ist dann, wenn man merkt, dass man also bei internationalen Einsätzen dabei sein kann, dann kann man auch mal drüber nachdenken, Berufssportler zu werden. Und dann kam halt die Weiterentwicklung. Und die Weiterentwicklung war halt, dass ich dann sagen kann, ich kann davon auch leben, es ist mein Beruf. Finde ich schon ein absoluter Traum und auch sehr spannend. Es ist ein ganz anderes Leben, weil vorher hat man eine Ausbildung gemacht. Warum nicht sagen, wenn die Chance da ist, weil die Leistung stimmt, im Laufen Berufssportlerin zu werden und auch mal was ganz anderes zu erleben, weil es ist schon speziell und auch, ich würde sagen, man ist dann schon ein Stück weit auch privilegiert, weil wann hat man mal einen internationalen Einsatz wie bei den Olympischen Spielen, das ist schon faszinierend, das ist jetzt nicht jedem vergönnt und wenn ich das dann zu meinem Beruf machen kann, das war für mich das Nonplusultra, das war grandios. Für mich war klar, ich will das jetzt probieren, will gucken, wo geht die Reise hin, welche Leistungen kann ich bringen und welche Einsätze können noch kommen. Es gibt Europameisterschaften, es gibt Weltmeisterschaften und das ist ja immer so das Ziel eines Leistungssportlers. Ja, 1996 Olympische Spiele Atlanta 5000, 4 Jahre später bin ich in Sydney dann 10.000 gelaufen und damit war dann auch die logische Konsequenz, dass man auf die längeren Strecken geht und auf die Straße wechselt, dass man bei Straßenläufen mitmacht. Ich bin dann Halbmarathon gelaufen und irgendwann kam natürlich dann auch der Gedanke, mal bei einem Marathon an den Start zu gehen und das war dann 2001, habe ich mich in Hamburg versucht und auch beim Frankfurt-Marathon und ja, bin dann somit auf die Straße gewechselt. Was ist das Tolle am Straßenlauf? Klar, es ist die Atmosphäre, es ist das Drumherum, man läuft nicht im Kreis, es sind die Zuschauer, die Fans, die an der Strecke stehen, die hautnah wirklich mit dabei sind. Das ist ein anderes Gefühl, als wenn man jetzt im Stadion ist und ich sage es mal 10.000 Meter läuft und 25 Runden wetzen muss, das hat auch was. Aber der Straßenlauf ist nochmal spezieller dahingehend, weil halt wirklich der Zuschauer hautnah dabei ist. So viele stehen, das trägt einen dann schon nochmal ordentlich ins Ziel. Klar, ist Gänsehautfaktor und ist auch sehr emotional und vor allen Dingen, wenn man dann auch wo läuft, wo man herkommt, ne, da hat man nochmal auch einen ganz anderen Bezug dazu. Das finde ich, das ist schon, das macht viel aus, ein Heimatrennen als jetzt in der Ferne. Ja, 2001 bin ich ja den Frankfurt-Marathon gelaufen und habe
mich dann später am Fuß verletzt und die Verletzung war auch jetzt nicht unerheblich. Und ja, als ich dann für längere Zeit verletzt war, habe ich die Zeit genutzt und habe ein Praktikum gemacht bei Motion Events, die ja damals den Frankfurt Marathon zum ersten Mal ausgerichtet haben. Und ja, wie das dann so ist, geht man dann als Praktikantin, fängt man an und bin dann hängen geblieben sozusagen. Ja, die Entscheidung fiel mir leicht, meinen Leistungssport an den Nagel zu hängen, wie man so schön sagt, weil die Perspektive da war, dass ich meinen Beruf nachgehen kann als Diplom-Sportlehrerin und auch dann in einer Sportagentur anfangen kann, die auch noch mit Laufen verbunden ist. Und was kann mir da Besseres passieren, als Läuferin jetzt von der anderen Seite dabei zu sein und ein Laufevent zu organisieren. Und schon toll, dass es so gekommen ist, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, wir sind ein kleines Team. Jeder hat von uns viel Verantwortung und kann auch, das ist das Schöne, eigenständig arbeiten. Klar, der Frankfurt Marathon ist ein Ganzjahresprojekt, keine Frage. Also es ist täglich, ist der Frankfurt Marathon präsent in der Arbeit, das schon. Was hat sich verändert? Also 2002, als wir mit dem Marathon begonnen haben, war es das Feedback, wenn man auf Messen gewesen ist, bei den Teilnehmern meistens nicht so positiv, was den Frankfurt Marathon angeht, auch gerade von der Organisation. Heute werden wir gelobt, dass die Organisation perfekt ist. Also da haben wir wirklich Gas gegeben, weil uns es wichtig ist, den Läufer auch ein tolles Erlebnis mit nach Hause zu geben. Und ja, wir sind deutlich größer geworden. Wir sind gewachsen in der Agentur. Wir haben den Staffelmarathon integriert. Die Festhalle war ja ein neues Tool von uns gewesen. Also wir sind nach wie vor immer daran interessiert, den Frankfurt-Marathon weiterzuentwickeln. Wir haben den Marathon der kurzen Wege, das muss man wirklich so sagen. Hotels sind in der Nähe vom Startzielbereich. Das finde ich als Läufer unheimlich wichtig. Du hast keine weiten Wege. Ich finde die Strecke geil dahingehend, weil sie ist flach, sie ist schnell und sie ist nicht überfüllt. Du kannst wunderbar laufen. Es ist eine tolle Stimmung und der Einlauf in die Festhalle ist schon was Einmaliges. Also das gibt es bei keinem anderen Marathon auf der Welt. Also mein persönliches Highlight, absolutes Highlight mit Gänsehautfeeling war damals Wilson Kipsang, der 3 Sekunden am Weltrekord vorbeigelaufen ist, weil es war bis kurz vor der Festhalle nicht klar, schafft das oder schafft das nicht. Das war echt Gänsehautfeeling, das war sensationell und die Festhalle hat getobt. Das war, ja, oder ist unvergesslich. Ein anderes ganz tolles Highlight war für mich Arne Gabius mit seinem deutschen Rekord. 2:08:33 ist er gelaufen. Das war auch nochmal ein tolles Erlebnis, das dabei zu sein, live dabei zu sein und vor allen Dingen halt unmittelbar an der Ziellinie. Das ist schon sensationell. Klar, das Laufen gehört nach wie vor auch zu meinem Hobby. Dahingehend, dass ich es einmal selber betreibe, aber auch, dass ich Sportler motivieren möchte, die Laufschuhe zu schnüren. Ja, wir haben ja hier beim Frankfurt Marathon oder bei der Agentur haben wir ja das Marathonprojekt 2003 zum ersten Mal eingebracht. Das heißt, wir bereiten in 6 Monaten auf den Frankfurt Marathon vor. Das ist eine schöne Läufergruppe, die gewachsen ist. Viele sind hängen geblieben. Es kommen jedes Jahr neue dazu, die wir begleiten auf ihrem Weg zum Frankfurt Marathon.
mit Trainingseinheiten unter der Woche, mit Seminaren und schon schön auch die Läuferinnen und Läufer zu begleiten. Vor allen Dingen, man lernt sie am Anfang kennen, trainiert ein halbes Jahr und sieht dann die Entwicklung. Und das ist das eigentliche Spannende, zu sehen, wie ein Anfänger vielleicht noch unsicher ist, nicht weiß, ob er den Marathon läuft, und nach einem halben Jahr kommt er dann freudestrahlend ins Ziel gelaufen. Und ich bin ja oft in der Festhalle, habe viele einlaufen sehen. Das ist dann schon überragend und auch ein emotionales Gefühl und macht natürlich Spaß, weil das Laufen, die Leidenschaft, die man selber innerlich hat, auch weitergeben kann und man dann auch das Fehlen im Gesicht ansieht, dass es sich, dass es auch ihre Leidenschaft geworden ist. Ja. Ja gut, meine Motivation, jetzt den Frankfurt-Marathon mitzulaufen, kam, weil ich ja bekanntermaßen immer um das Marathon-Wochenende um Geburtstag habe. Und da kam dann so ein bisschen die Schnapsidee auf, hier, warum nicht dann an meinem 50. Geburtstag nochmal nach 18 Jahren einen Marathon zu laufen. Und das war so ein bisschen der Hintergrund zu sagen, wenn ich das schon organisiere, würde ich mir auch mal wünschen, in die Festhalle einzulaufen, und dann kann ich mir dieses Geburtstagsgeschenk machen. Und für mich ist das, weil ich so verbunden bin im Laufsport, ist das schon, also für mich ist es ein Highlight. Also ich freue mich total drauf. Ich bin das Wochenende so angegangen, dass ich an meinen Lauf selber gar nicht gedacht habe. Ich habe immer von Stunde zu Stunde gearbeitet und von Tag zu Tag. Also wir haben ja einen guten Ablaufplan. Das heißt, du weißt, was sind deine Aufgaben. Und auf diese Aufgaben konzentriere ich mich. Und dann ist ganz klar strukturiert der Freitag, der Samstag und der Sonntag. Und meine Aufgabe war, meine Projekte abzuwickeln. Und ich wusste bis 10 vor 10, was ich zu tun habe. Und ab 10 vor 10 konnte ich dann mal an den Frankfurt-Marathon denken. Dann von der Organisatorin zur Athletin. Geht. Ja, und dann bin ich die Läuferin Petra Wasiluk. Dann habe ich mit der Organisation in dem Moment nichts mehr zu tun, sondern dann bin ich gelaufen. Ja, den Marathon bin ich zusammen mit dem früheren Eintracht-Fußballprofi Thomas Zampach zusammengelaufen. Ich habe ihn 4 Monate auf den Marathon vorbereitet. Und die Trainingseinheiten haben definitiv zusammengeschweißt. Und aus der Konsequenz heraus haben wir dann auch gesagt, dass wir gemeinsam den Marathon laufen werden. Es war so, war wirklich so toll vom ersten Meter an. Es war beeindruckend mit den schnellen Top-Athleten loszulaufen, sich am Anfang zu bremsen, die Organisation zu sehen an der Strecke von den Verpflegungspunkten, was man ja immer organisiert hat. Jetzt war man ja die Läuferin, die das Getränk angereicht bekommt. Das hat alles wunderbar funktioniert. Und in Höchst kam dann mal so kurz der Gedanke auf, oder war es damals schwer bei mir? Da ist ja bei mir das Rennen 2001 gekippt. Das hat sich jetzt eigentlich beim Thomas ja auch so ein Stück weit, hat ihn ja auch da schon ereilt, und habe dann so während des Laufens gedacht, oh Mann, das ist ja fast so ein bisschen wie 2001, wo das es mir nicht schlecht ging, sondern jemanden anderen. Ja, und dann war ich halt die Motivatorin für ihn, um ihn ins Ziel zu bringen. Und auch das ist dann wichtig, jemanden ins Ziel zu tragen. Ich meine, er ist ja nicht schlecht gelaufen mit 3,56. Klar. Die Krämpfe hätte man nicht unbedingt gebraucht, aber es war wichtig, das ins Ziel zu bringen. Und ich habe nie daran gezweifelt, dass er aufgibt, weil ich, wir haben ja 4 Monate zusammen trainiert, und ich weiß, wie er sich quälen kann und dass er ein Kämpfer ist. Wir sind harte Einheiten gelaufen, aber da war die Belastung eher anstrengend und dass er beißen kann. Und genauso wusste ich, dass die Krämpfe nicht schön sind, aber dass er auf jeden Fall ins Ziel kommt. Das stand außer Frage. An so einem Marathonsonntag muss man die Dinge manchmal so auch so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Und so habe ich den Geburtstag auf mich zukommen lassen. Und für mich war das ein schönes Geburtstagsgeschenk, dass ich da mitlaufen durfte. Und das wirklich Tolle beim Frankfurt-Marathon fand ich diesen Gegenverkehr. Zu laufen und dann die anderen Läufer entgegenkommen zu sehen. Und das fand ich
es hat voll Spaß gemacht, weil man auch da wieder viele erkannt hat und es hat so für eine tolle Stimmung gesorgt. Das hat schon nochmal auch Energie gegeben und war eine tolle Stimmung. Und wenn man dann abbiegt am Hammering Man, dann realisiert man so, jetzt kommt die Festhalle und dann läufst du rein. Und dann ist wirklich erstmal so, du kommst vom gefühlten Hellen in das dunkle Spektakel. Es wird laut, du hast das Licht dort, die Leute klatschen und applaudieren. Und du wirst so, nein, wie will ich sagen, kalt erwischt, aber das ist so, ja, das ist so ein lautes, tolles Spektakel und eigentlich viel zu kurz und dann bist du schon im Ziel. Es geht so, ja, wie soll ich das so sagen? Das ist so, du kannst das fast gar nicht realisieren. War schon toll, aber es ging halt unheimlich schnell. Und ja, und dann ist schon nach 4 Stunden der Marathon wieder rum gewesen. Und wer so lange mit dem Laufsport verbandelt ist wie ich, und das sind ja jetzt 40 Jahre, für mich ist das, das ist einmalig, weil ich bin seit 18 Jahren in der Agentur. Das Laufen ist meine Leidenschaft. Ich organisiere es gerne, ich laufe gerne selber und ich konnte alles an diesem Wochenende machen. Und das war das Einmalige. Es war ein schöner Lauf durch Frankfurt mit Sightseeing-Charakter. Und also mir hat es echt Spaß gemacht.